Willkommen zu meinem Körpertraining. Komm in deine Kraft. Diesmal kurz und knackig. Komm ins Schütteln mit mir. Lass die Schultern fallen. Und beide die Knie. Schön immer weit. Unterkiefer loslassen und der Bauch ist fest. Jede Schütteln ist gut. Finde deine Art zu schütteln. Traditionen, weil das so wunderbar energetisiert und gleichzeitig lockert. Füße hüftbreit, parallel, Hände auf die Oberschenkel, Finger zeigen nach innen. Contract, Bauchnabel zieht zur Decke und Bauchnabel zum Boden. Ganz lang, 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 Brust nach vorne, Steißbein nach hinten raus, zieh die lang und rund.
und wieder ganz lang. Zieh dich maximal auseinander. Und rund. Finger zu den Bauchnabel. Und auf. Deine Aufmerksamkeit ist hier im unteren Rücken. Rund. Und lang wegschieben. Brust öffnen, Schulter wird da hinten eng. Zieh dich lang. Und rund. Die Beine bleiben gebeugt, die bewegen sich nicht. Nur der Po bewegt sich und der Rest bewegt sich mit. Dein Atem fließt. Lass ihn kommen und gehen, wie er möchte. Kraft im unteren Rücken und im Bauch. Und lang. Und rund. Und lang lassen. Brust auf, Schulter weg. Fortgeschritten, ich weiß. Und rund. Versuch kreisen. Atmen, ganz locker. So ist es leichter mit Händen an den Oberschenkeln. Andere Richtung. Und wenn du kannst, Hände frei. Für den Anfang ist das viel leichter. Jetzt brauchen wir mehr Kraft. Okay. Noch einmal rund. Schulterblätter. Ausatmen mit offenem Mund. Knie gebeugt. In den Hund. Ausatmen, Fersen ziehen zum Boden. Im Wechsel. Kopf ist locker. Ausatmen. Die Außenkante der Ferse zieht zum Boden. Ausatmen. Mach alles in deinem Atemtempo. Alle Viere beugen. Schultern kommen über die Hände. Und wir werden es halten. Eine Minute. Damit die Minute schneller umgeht, kleine Variation. Ellbogen beugen. Wichtig ist, wir versuchen diese eine Minute zu halten. Probier aus, was geht. Atmen. Vor, rück oder liegen nach mit dem Po. Andere Richtung. Ganz auch einfach ruhig stehen bleiben. Wichtig ist das Halten. Es trainiert die ganzen inneren Haltemuskeln. Wir haben noch 5 Sekunden. Geht noch, geht noch, geht noch. Die letzten. Knie wie Rohreier ablegen. Bauchlage. Hände machen ein Kissen. Ausruhen. Schultern locker, Po locker. Genieß, wie jetzt jeder Muskel loslässt. Schau mal in den Boden. Die Lendenwirbelsäule, Kopf hoch, schau, füllt sich hier. Das Halten die ganze Zeit. Kopf abheben. Becken bleibt gekippt. Hände unter die Schultern. Zieh den Kopf vorne raus. Hände, Schultern hinten eng. Zurückkreisen die Schultern. Großen Kreis zurück. Atmen. Ganz groß, steigert dich rein. Richtig großen Kreis zurück. Dein Atem kommt und geht, wie er will. Schultern bleiben zurück. Hände wandern nach vorne. Zieh dich lang auseinander. Zieh dich lang. Und wir halten wieder eine Minute. Daumen zur Decke. Zieh dich auseinander. 4 Männer ziehen dich auseinander. Noch länger, noch länger, noch länger, noch länger, noch länger. Aber du wehrst dich. Atmen. Du versuchst dich loszureißen. Weiter, weiter. Eine Minute. Sind noch 15 Sekunden. Weiter, weiter, weiter. Zieh dich nochmal lang auseinander. Zieh, 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 noch länger, noch länger, noch länger, noch länger.
nochmal alle Viere hoch. Letzte Mal hoch, 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 hoch. Hände unter die Schultern. Po auf die Fersen. Ausruhen. Atme. Genieß wieder den Bauch. Massiert wird, wie der untere Rücken sich ausdehnt. Katze, ganz rund, 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 rund. Und kommen wir noch einmal in den Hund. Und Schultern wieder über die Hände. Knie vorsichtig ablegen, Ellbogen unter die Schulter und halten. Das obere Bein ist leicht vor deinem Körper, dann ist es leichter und hier die Taille zieht so hoch es geht. Atmen und einen Bogen machen. Atmen und auch hier versuchen wir 30 Sekunden zu halten. Hier die Seite. Reinatmen, auffächern die Zwischenrippenmuskeln. Atmen. Zieh die lang, 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 lang. Handgelenk. Lösen. Zieh die lang. Der Arm. Mach deinen Kreis. Schulter mobilisieren. Zieh die lang. Atmen. Die letzten 5 Sekunden. Lang 10, 10, 10, 10, 10. Und vorsichtig absetzen. Und zur anderen Seite. Ellbogen unter der Schulter. Obere Bein leicht nach vorne und halten. Rausdehnen. Schulter hebt maximal nach oben. Und die Flanken dehnen. Achsel öffnen. Immer wieder mit offenem Mund ausatmen. Auch hier bleiben wir 30 Sekunden. Zieh dich lang, Handgelenke lösen. Ah, großen Kreis mit dem Arm langsam. Schulter mobilisieren. Drück dich maximal raus. Atmen. Halt auch mal Blick zur Decke, schau mal, ob das geht. Atmen. Die letzten 5 Sekunden. Halten, halten, halten. Und vorsichtig absetzen. Rückenlage. Und die Lendenwirbelsäule bleibt am Boden. Atmen. Den Kopf in die Hände fallen lassen. Die ganze Kraft kommt aus dem Bauch. Wir kommen in die Schere. Drückt die Lendenwirbelsäule fest in den Boden. Schulterblätter weg vom Boden. Atmen. Und rückwärts rein. Mach es langsam. Mit der Kraft im Bauch. Schulterblätter noch ein bisschen höher. Ellbogen auf. Kopf entspannt. Und atmen. Noch langsamer. Die letzten ganz langsam. Das Bein lang rausziehen aus dem Becken. Lang rausziehen. Die letzten. 4, 3, 2, 1. Kopf ablegen. Knie zur Brust. Wenn der Einatmen kommt, werden die Arme lang. Ausatmen, Knie zur Brust. Einatmen, Arme lang. Und wenn der Ausatmen kommt, die Knie fest zur Brust drücken. Die ganze Luft aus dem Bauch. Wenn der Einatmen kommt, die Arme wieder lang.
Dein Atem bestimmt deine Bewegung. Schultern locker, Unterkiefer locker. Kommt schon die letzte Übung. Füße nacheinander absetzen. Hüftbreit, parallel. Setzen die Füße auf, spüren gut den Bodenkontakt. Und Wirbel für Wirbel hochrollen. Zack, in die Schulterbrücke. Körper ist eine Linie von den Schultern zu den Knien. Becken bleibt stabil und tschack, ein Bein halten und 30 Sekunden halten. Atmen. Unterkiefer ist locker, Beckenboden nach innen oben ziehen. Halten, atmen. Das Gefühl, dein Bein schießt wie ein Pfeil raus. Hier Hals, Schultern sind locker, Hände locker, ganze Kraft. Unterer Bauch, Schenkel, Po. Halten, atmen. Ich habe gemogelt, wir sind schon über 30 Sekunden. Und check gleich die andere Seite. Super. Pass auf, dass du nicht absinkst. Bleib oben mit dem Po. Atmen. Rausziehen. Die letzten 15 Sekunden. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch 5. Atmen. Noch und langsam. Abrollen, ausatmen, Knie durchdrücken. Wenn der Einatmen kommt, heben die Knie nach. Ausatmen, Knie durchdrücken. Mach es in deinem Atemtempo. Wir kommen schon zum Cool Down. Ausatmen, Knie maximal durchdrücken, Füße geflext. Einatmen, nachgeben. Ausatmen. Letzte Mal. Dann lass die Knie locker, Füße kreisen, große Kreise. Nacheinander machen. Schau deine Füße an. Andere Richtung. Kreis so groß, wie es geht. Lip roll. Verlängert den Ausatmen. Point flex, point flex, point flex. Löst. Oft so, mit so Höflichkeitslächeln und die Verspannungen im Gesicht. Dürfen alle sich lösen. Das verlängert den Ausatmen. Das macht ruhiger. Und wir können mehr Sauerstoff aufnehmen. Das macht fitter. Das wird energetisieren. Ganz alte Übung. Schütteln. Klein und schnell. Atmen. Bringt das Blut zum Herzen, wirkt entgiftend. Die Schultern auch mal auf den Boden trommeln.
Beine aufstellen, Knie auf, Oberschenkel, Waden wackeln maximal, Beckenboden nach innen oben gezogen. Jetzt meinen Unterkiefer gleichzeitig ausstreichen. Ohrmuscheln rubbeln. Und das Fitten. Die Ferse raus. Nein, mit mir nicht. Und dann fallen die Beine schwer auseinander und finde deine optimale Entspannungslage. Auch in dem kurz- und knackig Training. Die Entspannung. Wir brauchen nichts mehr als Entspannung, sagen die Bioenergetiker. Also, genieß jetzt, wie jeder einzelne Muskel vollkommen gelöst ist. Deine Beine fallen schwer auseinander. Dein Becken liegt ganz breit und schwer auf dem Boden auf. Und alles, was du brauchst, kommt im Überfluss durch dein Einatmen wie eine Welle durch deinen ganzen Körper. Und alles, was zu viel ist, atmest du aus. Es atmet dich. Floating in the Golden River. Füße und Hände bewegen. Handflächen warm reiben. Fußsohlen warm reiben. Das bringt den Kreislauf und den Stoffwechsel in Gang. Und rollen. Nur wenn es angenehm ist. Ansonsten über die Seite hochrollen. Mach dich ganz rund. Und in die Hocke. Versuch, dass die Fersen am Boden bleiben. Atmen, nochmal lang strecken. Hände auf dem Boden, Po nach oben, Beine bleiben gebeugt, Schultern locker. Und komm langsam in deinem Tempo nach oben. Und ausschütteln. Kopfhaut. Ohrläppchen ziehen. Gut. Dann hoffe ich, dir geht's so gut wie mir jetzt. Shake it, come on, shake it. Come on, come on, come on, shake it.